Da müssen wir auch noch Nee, nicht mehr, sondern. eine Holzdings muss bauen. So, hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück bei Night of the Dead. Wir sind vor der 18. Nee, eigentlich ist es ja der 19., ne? Vor der 19. Zombie-Nacht. Und mit dabei ist wieder der Max. Hi ho, hi ho. Genau, jetzt sind wir alle froh. Hi ho, hi ho. Jetzt sind wir Was alle sind wir alle froh? Da, 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 da. Und er singt? Der Hi Zwerg ho, oder hi wie? ho. Ja, genau. Achso, hi ho, hi ho, genau. Also. Die Alea ist mit dabei. Hi. Und der Glaube Dirk. nicht. Doch, doch. Ist er schon da? Und der Matt Hier. ist wieder im Hintergrund. Wo tue ich denn Ranken rein? Was? Den Kranken? Wo tust du den Kranken rein? Nee, die Ranken rein. Ranken. Ranken bei Holz, ja. Das ist mein Ranken. Was ist Ah, jetzt war ich total? aber Ranken. So. Gut. Diesmal ist Alea aber schlecht zu holen. Dieses einfach. Ihr redet gar nicht mit uns. Was war das? Warum bin ich tot? Was? Ah, weil das Trebuchet geschossen hat. Na danke. Dachte, du wolltest das. Bist du wohl Ja, manchmal, ja, etwas. da? Ja, das ist Ja, näher natürlich. geht das Mikro nicht. Okay. Ja, dann müssen wir dich halt ein bisschen lauter machen, ausnahmsweise wieder mal. Alea, Lautstärke anpassen. Ich hatte dich ja letztes Mal ja schon leiser gemacht. Dann kann ich dich wieder lauter machen. Baumstämme nach. Brauche ich nicht hochzulaufen. Ding, 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 Mal ding, mein ding. Mischpult reingehen. So, Mikrofon ist wieder normal. So. Ah, jetzt höre ich auch das Spiel wieder richtig. Grüß Gott. Da werde ich einfach so erschlagen von einem Katapult. Komm. Ja, war das nicht schön? War mal was anderes. Das ist meine Erfahrung, oder? Das war auf jeden Fall mal eine Erfahrung, ja. Ich glaube, Eisen brauche ich gar nicht abzubauen, oder? Wir haben so viel Eisen auf Lager. Wenn du das findest, aber es schadet nicht, weil du kriegst mit Eisenerz dazu. Okay. Und Eisenerz ist das Seltenste, was es gibt. Ich sehe schon, Alea kümmert sich um Äste. Jetzt brauche ich. Ah, nee, den habe ich nicht bekommen jetzt. Irgendwie ist der Stein hier gerade aus dem Boden gesprungen. Ja, das finde ich auch immer ein ganz schöner Effekt, der seit neuestem, seit dem letzten Update drauf ist. Den Jumping Stone. Jumping Stone oder Jumping Bush gibt's auch. Ein Rabe. Braucht man Raben? Es sei denn, es ist Kohlrabi. Naja, Der war es ist blöd. eh ein Kohlrabe. Es kann auch ein Kohlrabe sein, genau. Ja, nee, jetzt fliegt er. So, haben wir denn noch irgendwelche Maschinen oder so? Müsste noch 5 in der Kiste sein, meine ich. Also bin ich noch gut hörbar? Ja. 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 Hat's was Diesmal scheint gebracht. alles gut zu sein. Allerdings haben wir keine Hintergrundgeräusche heute. Sind wirklich alles Steine respawnt. Alles, auch Bäume. Das ist herrlich. Das ist einfach nur schön.
Ach, wie kurz ich jetzt laufen muss, um Steine zu holen. Oh. Hör auf anzuheben. Deswegen wolltest du das machen. Ja. Gute Nacht. Geh jetzt schlafen. Ja, ich auch. Gute Nacht. Dorm bien. So, also ich hatte... Entweder übersehe ich die Maschinen oder... Ja, die müssten in der Kiste unter der Treppe sein. Echt? Ja, ich meine, definitiv sind welche auf Lager gemacht. Genitiv sind da keine. Genitiv? Nicht Dativ? Nein, das ist Genitiv. Ja, dann musst du welche bauen. Also, den Skill dürftest du da uns bestimmt auch haben. Denke... Der Stein hat mich überrollt. Ich kann ja nicht mal Zahnräder bauen. Tja. Gibt Blasen an den Füßen. Ja, dann muss Alea zurückkommen. Alea ist ein Verbilder. Kommt drauf an, auf was? Ja, jede Art von Maschine. Also ich stehe neben dir. Von daher, ob ich jetzt zurückkomme oder du, der das Rezept kennt, ist glaube ich gleich. Na gut, dann gehe ich. Ach, da rebaue ich den Motor. Ich gehe. Guck mal, ob ich irgendwas. Bin gar nicht. Ich nehme gleich ein paar Steine mit. Zahnräder? Wo baue ich den Motor? In der Werkbank. In der Werkbank. Ja, bin so. Ich. Nein, nein, den Motor nicht. Oder? User in your channel, Ballmaschine. Oh, Mathis ist rausgeflogen. Im anderen Reiter vielleicht? Fallmaschinen. So, das heißt, ich brauche eigentlich nur das Rezept. Dafür muss ich Master of Disaster werden, oder was? Ich bin schon da. Ich bin schon da. Ja, ich skill das jetzt, weil sonst war ja mein Hotel auf. Habe ich gemacht. Jetzt kann ich auch bauen. Bahnrad. Also muss ich auch Zahnräder bauen, ja? Oder hast du schon rausgenommen? Nee. Also wie gesagt, ich dachte eigentlich, es wäre alles gebaut. Deswegen. Ja, wir hatten ein paar, aber. Irgendwie sehe ich keine mehr. Kannst du vielleicht reingucken, aber ich meine, wenn denken kann. Sind nicht drin? Nein, hast recht. Nicht vielleicht drin. Hat irgendein anderer die im Inventar. Ich habe jetzt gerade nachgeschaut, aber ich habe keine. Ich habe auch keine. Aber vielleicht haben wir die verwendet für die Stachelfallen. Wir hatten natürlich schon ein paar Maschinen weniger vorher, als wie jetzt auf dem Dach, ne? Es kann natürlich sein, dass sie dafür verwendet worden sind. Ja. Also, das sind einmal... Ich habe jetzt mal 4 Stück gebaut. Wow. Wenn ich mir das so anschaue mit den 3 Trebuchet und mit den 2 Stachelfallen, das ist schon sehr eindrucksvoll. Ja, das sieht schon böse aus. Martialisch. Nägel, Eis und Kräft. Da würde so mancher Ritter neidisch werden, quasi. Oh ja. Der Burgherr. Ja. Ich habe wieder eine Düne als Berg. Huch, Eisen. Also mit einem 10er Hacken, also mit einem komplett ausgelevelt, braucht man 5 Schläge, falls ich das richtig im Kopf habe. Ein Eisenknochen. Ah, da ist noch Stein. Wir haben die Ebene schon wieder leer geschlagen, sozusagen.
Schwert von den Steinen überflutet. Böse Steine, böse Steine. Ja, das kann man laut sagen. Entschuldigung. Böse Schleim. Böser Schleim. Gibt's ihn, ne? Da können wir noch viel fahren. Super. Zement haben wir noch Massen. Mir braucht man eh nicht so viel. Wichtig sind die Bricks. Wenn ich irgendwas baue, dann packe ich mir direkt 50 Stück im Baumenü rein. Dann wird direkt 50 Stück gemacht. Deswegen ist immer reichlich da, wenn dann was braucht. Ja, super. Ah, die große Falle ist auch nochmal hier. Wer malt hier? Voll. Tierfalle, die große Falle. RIP. Oh, die nicht. Okay. Ich stehe im Busch und trifft den Busch nicht. Tja, das ist, würde ich, deiner Frau vielleicht nicht so unbedingt sagen. Der Buschmann. Da bin ich ein richtiger Buschmann. Ja. So, da ist ein Fuchs. Nein, ein Futz. Bis 9 ungefähr. Was, ein Futz? Ja, ein Futz. Du Schwein. Putz heißt er. Oh, ich scheuche gerade ein paar Füchse hier vor mir. Putze, Papa. Oh, einen habe ich erwischt. Muss echt darauf achten, dass ich die Sachen richtig rumbaue, ne? Mhm. Dirk, was baust du denn? Ein Flammenwerfer. Ah ja, das macht halt Sinn. Aber wenn du den links und rechts mit Wänden versiehst, dann schießt er nur in diese eine Richtung, wo er hinschaut. Ja, er soll ja eigentlich alles treffen, was jetzt in dem Bereich ist. Ja, das ist eine gefährliche Sache nochmal. Weil er soll ja eigentlich jetzt unten auf Richtung Treppe pusten. Der Flammenwerfer? Ja. Okay. Also theoretisch dürfte er ja nicht so weit kommen. Oh, du bist so nah, die schießen weit. Der war klug bis dahin. Sag mal direkt aus. Also was mich teilweise stört, dass der, dass die ja, unten an der Wand rumklopfen. Weißt du? Das machen sie nur dann, wenn sie keinen Weg zu dir haben, sonst nicht. Das heißt, theoretisch dürfte es jetzt nicht was passieren. Genau. Oder wenn du zum Beispiel mit Spikes voll baust, dann machen sie erst die Spikes hin und dann gehen sie weiter. Also wenn man Spikes in den Weg legt, machen sie zuerst, sie gehen nicht durch, sondern die Spikes kaputt und dann gehen sie weiter. Das ist theoretisch, wenn ich jetzt hier Wände rechts und links baue, ich gehe nur geradeaus. Genau. Wollen wir das mal ausprobieren? Ist die Frage wo? Drinnen? Drinnen oder draußen? Nee, draußen. Die stehen draußen auf dem Plateau steht das. Rechts und links. Warte, ich will es dann. Nein, nicht kaputt machen. Huch, Eisen. Man nehme sich Eisen.
11. 12, Jesus. So, wo hast du jetzt gesagt? Rechts und links. An der Base stehen. Da, wo die Podeste sind? Ja. Der. Ach so. Mhm. Also, wenn du nicht willst, dass der zum Beispiel so zu mir her, siehst du nicht, ne? Dann müsstest du in meine Wand gehen. Dann schießt er wirklich nur zum Eingang. Weil. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Weil dazu hätte man ja die drei, aber allerdings ist ja die Frage, weil. Aber die Flammenwerfer halten die doch auch. Das heißt, die werden langsamer. Das heißt, die Bouchers treffen ja dann. Genau richtig, ja. Also, dann stünde er sogar verkehrt, ne? Weil der muss ihn jedes Mal bewegen und es nimmt ihm Zeit weg zum Schießen, also dem Flammenwerfer. Ja, ich will ja eigentlich, dass der hier Richtung Eingang rückt. Okay, aber am Anfang werden die Leute nicht zum Eingang kommen, sondern sie werden vom Hügel kommen, ne? Also da, wo ich jetzt stehe, von da werden sie kommen. Hm. Ja gut, aber dafür haben wir ja die vorne stehen, ne? Ah ja, das sind die anderen. Du hast recht. Ach, korrekt. Wäre vielleicht nicht schlecht, wenn wir da, wo du jetzt bist, noch einen Stachelwerfer hin tun würden. Dass man nebenbei, vielleicht das Fundament sitzt, einen Stachelwerfer, der auch zum Eingang zeigt. Also in der Verlängerung hier, wo ich jetzt hingucke. Nein, nicht hinten. Also nebenbei noch so ein Podest aufstellen. Ja, ja, in der Verlängerung quasi. Mhm, genau. Der auch zum Eingang hin zeigt. Also quasi hier, wo ich jetzt stehe. Ja, genau. Aber ich guck mal, ob ich noch was hab dafür, um Podeste zu bauen. Also ich habe jetzt gerade genug gefahren. Schauen wir mal. Ich kann Fundamente stehen, bauen, verstehen. Ja. Ich kann es halt nicht aufrüsten wahrscheinlich. Ja, muss ich gucken, ob ich das kann dann. Soll ich aufrüsten? Pass auf. Warte ein bisschen. Würde ich rumstehen müssen. So. Total. Schauen wir mal, ob ich rüsten kann. Nein, kann nicht aufrüsten. Ich muss nur noch Zement haben. Pass auf, was brauchst du da? Ziegel, Zement, Das habe ich, mir fehlt nur Zement. Aber zwei sind zwei, gell? Zwei Podeste. Na, mach. Achso, ja. Wegen dem Befüllen, ja, das geht schon. Das ist schon fast recht. Okay. Hast du schon recht. Brauch ich ja noch für die Stachelwerfer. Da brauch ich noch Holz und Eisen. Alles andere habe ich, glaube ich, da. Holz. Wenn jemand ein kleines Stück rohes Fleisch hat, dann liegt ein Wolf in einer Falle, beziehungsweise die Falle gerade befüllt. Und brauchen wir noch einen Zahn. Fleisch müsste noch in der Lebensmittelkiste sein, rohes. Ja, jetzt laufe ich da nicht extra Druck. Ich sage nur, falls jemand da noch was übrig hat oder so, ne? Oder im Inventar hat. Ich kann. Hast du? Sonst hätte ich jetzt was rausgenommen hier oben. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich in dem Fall irgendwas drin ist, ne? Ja, die habe ich, also den wollten wir tun. Wir brauchten ein kleines Stück Fleisch, dann wäre die Falle wieder befüllt. Perfekt. Also den Stachelwerfer meinst du jetzt quasi in die Richtung, ja? Wenn dann auch zum Eingang, so wie der Flammenwerfer. Weil ja, habe ich. Der Flammenwerfer stunt und der Stachelwerfer erledigt dann sozusagen. Das ist gleich auf der anderen Seite, aber dann zwischen genau. Stachelwerfer und der Wand. Stachelwerfer nee, und Flammenwerfer, nee, der oder? Nee, nicht. Der fängt nicht zum Brennen an, das ist egal. Okay. Das Einzige, was man machen könnte. Aber nee, ist gar nicht notwendig, dass man da Seitenwand hat. Das passt schon so. Das muss halt immer da sein zum Befüllen mit genug Material. Weißt du, was ich meine? Wir sollten da überall jetzt wieder Dings bauen. Wie heißen sie nochmal, die komischen Teile?
weiß nicht. Uhren würde ich ersetzen, ne? Wie? Kisten. Kisten? Ja, damit wir direkt an dem Ort auch Sachen haben. Ja, ja, ja. Also da rechts, also da wo das, das da ist eine Kiste drinnen, das weiß ich. Die habe ich schon gesehen. Da müsste eine Kiste drinnen sein, oder? Also die ist abgebaut. Das, nee, die ist beim Abbauen ist die kaputt gegangen. Ah, okay. Ich brauche nur zwei Kisten. Eins, zwei. Das heißt, ich baue da mal die zwei Fundamente hin. Baust du das Fundament da? Nee, für die Fundamente nicht, also nur zum Aufrüsten. Ich hätte gleich noch ansetzen können. Oh, das ist egal. Also, die einen Fundamente haben wir weiter vorne gesetzt, ne? Ja, ich hab's gerade gesehen, aber so stört es nicht. Dann setzt du mich nochmal umsetzen. Aber ich bin so ein Typ, der das symmetrisch baut. Perfektionskrieg? Ja, nicht immer, aber bei solchen Sachen bauen schon. Kein Problem. Kein Problem. Dann bauen wir's wieder um. Achso, bist du ja schon dabei? Ja, ich bin jetzt dabei. Ich kann das ja auch machen. Wir können ja, lass stehen. Wir können ja da noch eins so davor setzen. Können wir auch machen, ja. Ja. Fällt der in der Luft? Nee. Ja, irgendwie. Komisch, gell? Also da unten gehört noch auf jeden Fall aufgelistet. Das kann ich nicht auf. Ah, jetzt. Mal schauen, das geht schon. Jetzt ging. Und dann geht drüben hin und baut da noch. Brauchen wir noch? Ne, brauchen wir nicht. Naja, doch. Damit symmetrisch ist. Ja, symmetrisch. Ja, du möchtest, dass es ja symmetrisch haben, oder? So ist es. Jetzt. Tut mir leid, ich bin teilweise so. Ist in Ordnung, absolut. Preußisch gerade, ne? Preußisch. Wie man sagt. Yes, ja? Maria. Sagt man doch so, oder? Ja. Manchmal nervt mich das selber, aber das ist halt so. Der Vorteil ist, da könnte man dann sogar nur zweite Stachelfalle oder was auch immer. Ah, Stachelfalle ist, Liste raufsetzen zum Beispiel. Ja. Perfekt. Hast du doch zwei? Also ich kann jetzt noch eine Balliste bauen, ja. Sagt man fast, okay. Egal, wo möchtest du hin tun? Die Balliste kommt ja jetzt da hinten noch hin. Das ist aber dann asymmetrisch. Nein. Na. Na. Huch, schon wieder ein Tier. Ui. Ein großes. Bei. Oh. Also, was jetzt asymmetrisch ist, dass da eine Wand steht auf der anderen Seite. Hinten? Ja, da steht eine Wand. Ja. Das passt schon. Das ist ein Schutz vor Jumper. Ah, schon wieder verkehrt umgesetzt. Welche Krise. Kriegst du 100% der Materialien zurück? Ja, ich kann schon wieder einen bauen dann. Das ist kein Problem. So, Alter, die Wände sind kaputt. Wieso repariert die keiner? Ja.
46%, Freunde. Weißt du? 47%. Okay. Der ist kaputt. Das. Wie? Tier, oder? Hat den Lauf. Ich hab keine Steine mehr. Und dann? Let's fetch some stones. Hab ich keine Steine mehr. Steine? Ich hab keine Steine mehr. Also draußen, ich habe jetzt keine im Inventar gehabt, ich muss schauen, ob man da hin will. Okay, nee, habe ich mich verhört. Ich dachte jetzt, dass ihr hättet keine Steine mehr. Nein, nur noch die kleine, ich nehme da jetzt einmal 50 zum Reparieren. Ab heute muss ich mir wirklich aufschreiben, was ich noch brauche. Nägel und Bastelfänger. Wieso? Ey, ich war jetzt schon zweimal hier an die Kisten und habe vergessen, was ich brauche. Achso. Das ist ein Kreuz, sag ich dir. Das ist ein Kreuz. Das ist eine Alterserscheinung. Na, auf keinen Fall. Ich bin doch erst 25. Seit ein paar Jahren. Wir rennen jetzt nicht vom Ausschauen. Seit wie vielen Jahren bist du denn schon 25? Das darf ich ja nicht sagen. Das darf ich nicht. Das kann gar nicht sein, weil ich bin ja 24. Seit sehr vielen Jahren. Ich glaube, mein Opa war 40 Jahre 36. Genau. Was? Hast du das ja alles kaputt? Wer hat alles kaputt gemacht? Da innen. Da hat keiner was repariert. Hattest du nicht? Letztes hier Mal. Außen. Also oben. Eins. Uns unangenehme Überraschungen. Überraschung. Ja, das finde ich so ein bisschen schade noch, dass man halt nicht sieht am Zustand der Wände, wie beschädigt die sind. Ne? Ja, beim Vorbeilaufen sieht man es halt mal. Ja, klar, man sieht sich an der Optik, an der Textur. Vielleicht kommt das noch. Ja, mit Sicherheit. Oh. Jetzt ist halt die Frage, ob die Spikes, pass auf, sie können da zwar links durch, aber sie gehen in der Mitte durch. Ja, lass die zwei Ballisten überhängen, ne? Alter, so 50 Steine braucht, gell? Aua. Irgendwas ist da passiert. Mir. Ja. Der hat vielleicht da mehr aufgehört. Den Bären weggelaufen, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ne. Was kannst du im Bären weglaufen? Ja. Stell dich doch den Kampf. Das geht, oder was? Ja. Da
Das ist aber neu. Der kommt gleich sowieso zu dir. Du bist jetzt nur... Der ist jetzt kurz hängen geblieben, irgendwo in der Wand oder zwischen zwei Bäumen. Aber und, du, hast du das gelesen, wie ich zum ersten Mal zu eurer Basis gekommen bin? Da hat mir auch ein Bär verfolgt. Auch noch? Ja, den habe ich auch noch gehabt. Ne? Und dann bin ich da runtergesprungen ins Meer, da ist er da, also ins Wasser. Da ist man ja dann nicht mehr noch. Ah, der ja, Bär kann nicht schwimmen. Weil die auch das ist ein Nichtschwimmerbär. No. Er hat kein Seepferdchen gemacht. Genau. Warum auch? Er ist ja ein Bär und kein Seepferdchen. Bären essen ja keinen Fisch. Deswegen müssen sie auch gar nicht ins Wasser. Im Glück war nicht, die Christus essen Fisch. Klar essen Bären Fisch. Ich wollte gerade sagen, was erzählst du da? Deswegen habe ich das doch gesagt. Deswegen riechen die doch danach nach Fisch. Freunde, wir brauchen auf jeden Fall ganz, ganz dringend kleine Steine, sonst ist mit der nächsten Temperatur nix. Die müsst ihr zwischendurch, wenn ihr sammelt, wenn ihr Steine schlagt, auch zwischendurch die Steine rundherum liegen, auch mitnehmen. Ne? Ja, richtig. Das mache ich auch. Ja, aber wir haben zu wenig. Wir haben jetzt nur 40 Steine oder so. Mindestens. Ach Gott, bitte. Oh, jetzt fehlt mir ein Nagel, ne? Hör mal, das Spiel will mich verarschen. Kein Wunder, dass ich im Spiel nicht dick werde. Wer ordentlich nagelt, der kann ja auch nicht dick werden. Das stimmt. Ein richtiger Nagelbau auf einen guten Kompressor, wie war das? Genau. Tja, mit diesen heiligen Worten ende ich mal die erste Folge für heute. In der nächsten Folge gibt's dann Zombie-Nacht Nummer 19. Bis dann. Tschüss. Die, ob wir die überleben? Na, ich weiß es nicht. Die, na. Ich glaube, das nein. Wird... Nein, das heißt nein. Es wird die tödliche Zombie-Nacht. Es geht schon was los. Das ist wohl ich. Also. Jetzt bin ich bei. Oh, der Bär hat mich wieder gefunden. Juhu! Ja, sag ich doch, der findet dich wieder. Ah, wirklich? Naja. Juhu! Du bedachtest. Ist jetzt blöd, mich hier rüber zu springen, oder? Ja, nein. Doch, doch. Hat sich jemand von euch heute schon Gedanken gemacht?